Am 9. Mai stand bei uns die Koppeleröffnung an. Ausgestattet mit Videokamera und Foto haben wir natürlich auf ein bisschen Action gehofft. Leider war Ruby alles andere als irgendwie aufgeregt gestimmt, was natürlich auch für mich ganz gut war und das war ich auch ganz froh drum. Trotzdem gab es einen Moment, den ich einfach total super süß fand, den ich euch auch zeigen möchte, wo man einfach sieht, wie Ruby die Koppeleröffnung genossen hat. Und deshalb gibt es einen kurzen Einblick und ich wünsche euch viel Spaß.